Ach so, das ist gar nicht bei dem zu Hause, oder was? Oder doch? Ich weiß nicht. Danke, Neffe. Ohne dich hätte ich das nicht kaufen können. Ich? Ich dachte, das wäre für uns. Ist es auch. Ich meine wir. Ich habe meinen Namen nur aus steuerlichen Gründen auf die Urkunde geschrieben. Natürlich, egal. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Gibt's was Neues über den Mörder meines Vaters oder das dämliche Schwert, Yu Yang? Vielleicht. Ein reicher Käufer von teuren gestohlenen Antiquitäten besucht die Stadt. Glaubst du, er ist hier, um Yu Yang zu kaufen? Das ist möglich. Und obwohl viele es für unehrenhaft halten, einsame Reisende anzugreifen, sage ich, ein reicher Trottel kann die Wurzel großen Unheils sein. Brillant, Onkel. Wenn das Verbrecherleben schief geht, sollst du ihr Drehbuchautor werden. Mit Worten war ich schon immer so gut. Huang, es ist unsere edle Pflicht, solche Trottel von ihrem Geld zu trennen. Okay. Fange den Van ab. Dafür brauche ich ein Auto. Auto? Ich muss ein Van. Oh Gott. Nee, das will ich. Ah, oh, das sind Polizei. Zwei Polizeiautos. Nee, die will ich aber nicht. Ah, oh, komm, das nicht beste Auto muss. Oh, hier ein Taxi. Nein, fahr nicht weg, Taxi. Komm. Ich brauch dich. Oh, egal, ich nehme mir. Oh. Doch, ich nehme mir das Taxi hier. Oh, natürlich, die Cops haben es gesehen. Das ist ekelhaft. Die schaffen es auch immer wieder. Irgendwie. So, und wo ist dieser Van jetzt? So genaue Angaben habe ich ja hier nicht. Ich weiß nur, dass ich hier gerade übelst falsch bin, schätze ich mal. Okay, das war gut. Das war gut, die schalten sich voll oft selber aus, die Cops. Da ist er. Zwinge den Van zum Anhalten, aber zerstöre ihn dabei nicht. So, er hält. So. Kann ich irgendwie... Ja. Fahr den zu Kennys Lagerhaus zurück. Okay, und ich muss dich in Acht halten. Sollte eigentlich machbar sein. Ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu... Oh nein, nein! Oh. Okay, ich habe nur dieses Auto umgerammt. Wow, oh, wer kommt denn da an? Hallo. Meine Güte, und was für ein Affenzahn, du. Unglaublich. Ah, wo bin ich hier? Ich sehe nichts. Scheiße. Kurve, Kurve, Kurve. So. Ich bin immer schlecht im Kurvenziehen, echt. Und hier lang. Da ist noch so einer. Super. Oh ja, und noch einer. Super. Ja. Nerv mich nicht. So. Ich gehe jetzt einfach mal einen langen Weg. Hinterher ist ja sonst noch so einer. Ja, genau. Okay, angekommen. Naja, mehr oder weniger fast. Eine Laterne muss ich dabei noch umschmeißen. Sonst wäre es ja nicht so antiktotisch. Parke den Wagen. Okay. Hä? Nein. Hoch. Ah, okay. Und so. Auf. Was ist das? Kein Schwert, aber ein Hauptbuch mit den Deals der Spanish Lords. Aha. Interessant. Mission beendet. Mhm. Aber ich habe kein Geld dafür bekommen. Das finde ich nicht nett. Guck mal, was ich für eine Mail habe. Ist das weise? Huang, nach allem, was ich... Nee, wer wird... Wie synchronisiere ich den nochmal? Huang, nach allem, was ich für Lising getan habe, ist immer noch nicht willens, mich zu einem Nachfolger zu machen. Anscheinend verliert sein Verstand noch schneller seine Haare. Wir müssen deswegen etwas unternehmen, wegen seiner Ignoranz, nicht wegen seinen Haaren. Kann ich kaum noch wirken. Neulich habe ich versucht, über auf dem Wasser zu wandeln. Eines Tages. Okay, jetzt muss ich noch zu dem hin, oder was? Okay, das mache ich natürlich. Liebend. Liebend, liebend gerne. Der fährt ja komplett falsch. Ich muss dem mal das Auto abnehmen. Ich meine, der fährt wie eine Lusche. Und ich habe noch eine Mail. Lesen wir die doch mal gleich. So. Melanie. Ah.
Huang. Hey Superstar, findest du nicht auch, dass Reality News ein großartiges Konzept sind? Die Ereignisse überschlagen sich. Ich mache einen Deal mit Channel 15, aber ich brauche noch mehr Material, damit meine Show auf Sendung gehen kann. Niemand schaut langweilige Nachrichten. Die Zuschauer wollen Action, Gewalt, Dramen, Horror-Stories, die volle Ladung. Dann sind alle zufrieden. Versicherungsfirmen, Waffenhändler, die ganzen Sponsoren. Jan hat mir von seinen neuen Drogen erzählt, die er einem Straßentest unterziehen will. Also habe ich dich als Freiwilligen vorgeschlagen. Keine Angst, du sollst sie nicht nehmen, sondern nur vermarkten. Wir sollen uns mit einem von Chans Männern beim Corpse Ride auf Firefly Island treffen. Wir sehen uns da. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss schon zu so. Nein, 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 nein. Komm, geh aus diesem Menü raus, Mann. So, erstmal zu so. Der hat mich ja zuerst gefragt. Und ich habe noch eine Mail oder was. Hat mir echt jetzt noch eine. Ja, von Chan auch noch. Huang, es bringt nicht eben meine besten Seiten zu Vorschein, wenn ich entführt werde. Ich war wütend, als es hier die Schuld gab. Aber lasst uns einfach vergessen, unsere Freundschaft zuliebe. Mein Therapeut sagt, ich soll mich entschuldigen, was ich hiermit tue. Es tut mir leid. Ich bin in meinem Penthouse in East Holland. Kommst du mit vorbei? Wir können abhängen, uns amüsieren, Beachvolleyball zusammenspielen oder ein Video drehen und die Musik dafür zusammenschneiden, wie im Kino. Das mache ich ständig mit meinen Freunden. Vermutlich habe ich deswegen so wenige, denn Videos sehe ich immer besser aus als sie. Pierce, ich brauche deine Hilfe beim großen Drogendeal. Ein andermal vielleicht. So hat zuerst gefragt, er kommt jetzt zuerst ran. Meine Güte, warte, ich habe noch eine Mail? Gibt's doch nicht, eine vierte. Ja, kenne ich auch noch. Lieber Neffe, ich hoffe, du entspannst und amüsierst dich in dieser schönen Stadt. Ich bin krank vor Sorge um die Zukunft meiner Familie, aber das soll dich nicht bedrücken. Es scheint, der reiche Idiot, den du erledigt hast, hat früher eine Wohnung in Lanchester besessen. Ich habe den Schlüssel in seinem Van gefunden. Da er ihn nicht mehr braucht, vielleicht hast du eine Verwendung dafür. Die Kosten dieser ersten Wohnung, in der ich unterbracht habe, machen ziemlich zu schaffen. Und du bist auch nicht gerade besonders gut im Miete zahlen, stimmt's? Okay, der will mir eine Wohnung noch geben. Mach ich noch. Erst, aber warte, was ist das für ein Typ hier? Achso, ist das ein Dealer? Wer bist du? Ist das nicht unglaublich? Die Wohnung vieler Leute in der Stadt werden zwangsversteigert. Tja, die Zeiten sind hart. Nicht für mich. Ich kaufe die Buden dieser Loser bei der Versteigerung billig auf. Hör mal, ich bin spät dran. Es würde sich auch für dich lohnen, wenn du mich zur nächsten Versteigerung bringst. Na dann los. Nein, ich will nicht. Okay, bring ihn zu seiner... egal, wir nehmen uns das Auto hier. Um 16.30 Uhr. Da kann ich nicht einfach ein Taxi nehmen? Dass jetzt alle plötzlich was von mir wollen, das ist ja erstaunlich. Aber bitteschön, 16.30 Uhr, du bist da ein bisschen locker da. Dann wollen noch Melanie was von mir, Onkel Kenny, Sue und Chan. Meine Güte, ganze volle Programm. Und ich bin ja vollkommen falsch abgebogen. So. Alle auf einmal. Unglaublich. So, oh nein. Ich überschlag mich ja gleich. Bäh. Wie weit ist es denn noch so? Okay, jetzt kommt die Brücke. Hui. Ah ja, eine schöne Brücke, wirklich. Ah, ich habe die Kurve verpennt. Scheiße. Bin ja gerade voll mit dem Gedanken ganz woanders. So bin ich auch im echten Autofahren. Immer mit dem Gedanken ganz woanders. Oh nein. Oh, ich hab beinahe den Kopf umgefahren. Ist das geil. Habe ich ihn irgendwie geschafft, nicht zu treffen. Irgendwie so. So, und Kurve. Okay, wir sind da. Okay, bis 16.30 Uhr oder so hätte ich da sein. Locker geschafft. Ich werde diese ganze verdammte Stadt aufkaufen. Habe ich jetzt gewonnen? Wieso sollte ich ihn da hinbringen? Aber egal, es gibt ein bisschen Geld. Okay. Ich beende die Episode jetzt erstmal hier, ja? Beim nächsten Mal gehen wir zu Chan und Sue und Onkel Kenny und Melanie. Ganze volle Programm, ja? Okay, also bis dann, ja? Episode wird jetzt hier beendet. So, raus hier. Und fucking Punch!